Der Schriftsteller Werner Schneider oder der Ehemann Werner Schneider? Wer hat das Buch Krebs geschrieben über den Krebstod ihrer Frau? Der schriftstellende Ehemann. Mhm. Da gibt es plötzlich eine Kombination. Das ist sicher. Der Spiegel hat gesagt, hat geschrieben, Schneider schreibt über sich selbst hauptsächlich. Er schreibt nicht über das Schicksal, das Elend der Krankheit seiner eigenen Frau. Wie sehr ärgert Sie gerade so eine Kritik? Weil ich meine, die geht ja eigentlich persönlich auf Sie. Erstens, ich kenne den Rezensenten. Zweitens. Da hätte jetzt die Pause noch länger sein müssen, Herr Schneider, um ein bisschen mehr Verachtung auszudrücken. Es hat gereicht. Das Zweite ist, ich schreibe ein Buch, wenn ich über eine Krankheit schreibe, über zwei andere Hauptbeteiligte, die Medizin und den Partner. Der Partner bin in dem Fall eben ich. Ich versuche, der Medizin zu erklären, in welche Lebensumstände sie die anderen Menschen entlässt. Wenn sie sagt, gehen Sie jetzt nach Hause und essen Sie Pulver. Was sich da abspielt. Mhm. Und wenn ich schreibe, was sich zwischen diesen zwei Menschen abspielt, muss ich von mir sprechen. Und wenn ich über mich schreibe, das hat dieser Herr nun gar nicht begriffen, über sogenannte Erfolge, dann schreibe ich das einwandfrei nur deshalb, weil ich Lampenfieber hatte vor meiner sterbenden Frau, weil ich ihr immer zeigen wollte, wie sehr sie beteiligt war an diesem erfolgreichen Schneider. Ich wollte vor ihr noch gute Figur machen und ich möchte sogar posthum.